Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lord of the Fallen. Ja, wir sind hier mitten in der Zitadelle. Maximus Citadellus. Und wir haben jetzt mehrere Wege vor uns. Das ist einmal rechts, das ist einmal geradeaus und das ist einmal... War hier noch ein Weg? Müsst ihr so durchhetzen. Nee, aber eine Sackgasse. Mit einem Weg. Finde ich gut. Also ist hier wieder massiv verzweigt. Und ich habe ein Item gefunden. Ich sollte wirklich, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, irgendwann die letzten Folgen zumindest. Man sollte öfter mal in diverse Truhen gucken. Okay. Ach, schon wieder so ein dicker Fummelkopf, ey. Alter, ey, warum müssen das immer die dicksten sein? Geh kaputt hier. Komm, 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 komm. Ich muss doch einmal nur durchsägen, ey. Aber nein. Kann ich die auch kaputt machen? Huch. Den wollte ich gar nicht trinken. Ja, nee, jetzt bin ich total. Ja, die gehen kaputt. Hier kann ich durchrollen. Oh, ich verirre mich so dermaßen, Freunde. Das weiß ich jetzt schon. Aua! Ich weiß nicht, wer du bist, aber du bist tot. Du warst schon mal stärker, mein Freund. Viel stärker. So. Ein Speed. Das ist ja praktisch. Hi. Aber auch einen Speed können wir gerade nicht gebrauchen. Wir haben eigentlich alles gesockelt, was wir sockeln wollten. Oh, ich trinke hier einen Trank nach dem anderen. Ich habe nur noch zwei. Jetzt bin ich hier total durch den Wind, was die Steuerung angeht. Ich bin irgendwie gerade total raus. Ich habe mich jetzt gerade so erschrocken. So. Klick, klack, kluck. Zick, zack, zuck. Ja, nee, den Speed, den brauchen wir gerade nicht. So, wir gehen mal hier weiter gucken. Da ist ein zuges Tor. Oh, ein Wiedergänger. Der braucht gar nicht zum Schlag ausholen. Steht wahrscheinlich eh nochmal auf. Ich weiß gar nicht, ob der Mantel an hatte. Ja, aber ich glaube nicht. Ist auch immer dunkel hier. Was ist denn das? Ein Hund. Was natürlich auch machen kann. Ja, was natürlich auch machen kann. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob ich das überhaupt möchte. Dann habe ich direkt den Hund am Hals. Guck mich erstmal um. Öffnen kann ich die Tür immer noch von der anderen Seite. Kann ich auch nur durchrollen. Wenn hier nicht jeder Weg so verdammt richtig aussehen würde. Oh. Natürlich ist es gut, wenn das Böse aus einem Menschen ausgetrieben wird. Das Böse ist fort. Doch was von dem Menschen bleibt, ist anders. Wir müssen genauer hinsehen. Und ich persönlich weiß nicht, wie diese Menschen zu behandeln sind. Sie scheinen sich normal zu verhalten. Sie gehen, sprechen, scheinen aber auf irgendeine Art unwirklich zu sein. So, das ist aber auch mein Stichwort. Ich muss genauer hingucken. Ich werde mich jetzt mal anderweitig umsehen. Das ist alles wieder so verzweigt. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Da komme ich her. Ich werde mich nochmal hier umgucken, bevor ich irgendwo hingehe. Vorne ist zum Beispiel schon mal ein Item. Das hätte ich fast vergessen, übersehen. Oh, hier wird's, hier ist kritisch. Hier muss ich aufpassen. Schön vorsichtig drüber gehen, Hakin. Und rechts und links geht's jetzt lang. Da sitzt einer. Da sitzt keiner und dann geht's auch wieder runter. Ja.
Wow, Vorsicht, hau mich nicht ins Loch. Alter, ich bin im Loch. Ah. Alter, hau mich nicht ins Loch. Bums, platsch, weg. So, jetzt bin ich wieder hier. Und der ganze Rotz nochmal. Juppie, yay. Also erstmal dieser Dicke da. Dann gehe ich geradeaus weiter. Komm her, komm her, komm. Ich stelle mich aber auch gerade dämlich an, wenn ich ehrlich bin. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter! Die ganze Zeit an auf dem Latz hier. Ich hab schon hochgesteckt. Das ist natürlich das Schöne an dem Dolch. Wenn ich da eine schöne Serie hinlege, stecke ich natürlich auch das Gift so richtig schön nach oben. Alter, dieses Gift macht das. Das Gift macht das nicht. Scheiße. So. Kommt Zeit, kommt Rad. Oder wie sagt man? So, geradeaus weiter. Dann kommt da unten der nächste dicke Yogi. Jetzt versuchen ihn zu backstabben. Ganz vorsichtig. Es funktioniert einfach nicht. Er ist zu krass, ey. Der dicke Yogi ist zu krass. Vor allem, der ist auch so cool, der bewegt sich kein Stück. Komm schon. Das muss alles schneller gehen, Hakin. Du bist zu lahmarschig. So richtig schön hinterhältig mit meinen Giftdolchen. So. Mache ich die anderen weg? Ne, ich muss weiter. Ich muss ganz dringend weiter. War das hier? Was ist hier? Oh. Oh. Manche sagen, unsere Strafen seien zu streng. Ich sage, sie reichen gar nicht aus. Wir verzeihen immer noch viel zu viel. Wer ein Verbrechen begeht, sollte sofort getötet werden. Für alle Verbrechen. Wir wären die Sünder los und würden auf ewig in Frieden leben. Stattdessen schließen wir sie weg. Hier. Und das ist das Letzte, was sie verdient haben. Oh, ich und ich hinterher. Ja, nee, ist klar. Ich bezweifle, dass ich hier noch rauskomme. Ich bezweifle es sehr stark. Scheiße. Mistikack. Ja, das ist Lord of the Fallen, Leute. Da hänge ich da glatt fest, ey. Ich gehe kaputt. So, noch einmal. Wir hatten es ja nicht so oft. Ah, hier die Tür kann ich echt nicht öffnen, ne? Da ist eine Truhe drin. Eine runenversiegelte Truhe. Ich muss da irgendwie hin. Erstmal muss ich jetzt wieder zu meinen 3.348 Seelen. Mein Monatsziel ist immer noch, dich zu backstabben, Kollege. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm.
Weg mit dir. Ich spiele erst 10 Minuten. Jetzt kommt mir schon wieder vor, als würde ich hier eine 2 Stunden spielen an dieser einen Passage. So. Schön entspannt. So viel zum Thema entspannt. Komm. Gut, bis 100 hochgesteckt. 2 Schläge kriege ich eventuell immer hin. So. Das wäre das. Ich muss zu meinen Seelen. Ich kann mich jetzt nicht mit denen groß hier arrangieren. Nein, ich bin hier falsch. Oh, oh, oh. Boah, Alter, du Kollege. Keine Chance. Ich bin hier falsch. Das ist doch da alles falsch hier. Alter, der tritt mich weg. Alter Drecksack. Na, warte. Keiner tritt mich einfach weg. Was war denn das jetzt? Menschlicher Schädel. So, hier und da auch, wie gesagt, mal ein paar Truhen wieder kaputt machen. Jetzt habe ich auch noch den falschen Weg gewählt. Oh, guck mal. Was gibt's? Harmonie. Eine Zauberrüstung, so wie es aussieht. So, hier unten ging es lang. Über den schmalen Grat. Und dann rechts. Hä? Der ist weg. Hat er sich schon verkrümelt? Absichtlich. Ja, mir soll es recht sein. Errungenschaft freigeschaltet. Was auch immer das bedeutet. Ja, wer grunzt denn hier? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall haben wir unsere 3000 Seelen wieder. Zumindest ein Teil davon. Das Böse lebt in dieser Welt. Damit muss ich mich abfinden. Es gibt keinen Weg, es wirklich zu vertreiben. Es in neue Formen zu leiten, ist das Einzige, was mir bleibt. Mutationen. Darin liegt vielleicht unsere Zukunft. Vielen Menschen wird das nicht gefallen. Doch sie müssen erkennen, dass die einzig andere Wahl ist, keine Zukunft zu haben. Jo. Wir erschaffen uns Teenage Mutant Ninja Turtles. Haki, na endlich. Teenage Mutant, hier ist auch ein Schmied. Alter, der ist aber oft. Kann ich echt gut ruhen. So, was haben wir hier? Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Weg gehe. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sieht alles sehr richtig aus. Ja, das Problem. Du darfst den auch angreifen. Also ein bisschen buggy ist das Spiel schon, kann das sein? Also au, 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 boah, Alter, 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 leck mich doch am Arsch. Kannst du da runterschießen? Natürlich nicht. Komm schon. Was hast du schon, so eine geile... So einen geilen Zauber, und was ist? Nichts ist. Stattdessen nimmst nur du Schaden. Das gibt's doch gar nicht. Dann halt im Direktangriff. So. Gift tut's auch. Was? Oh,
Also das mit den Zaubern, das üben wir nochmal, Leute. Das ist ein bisschen unausgereift. Also funktioniert zumindest nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und weg. So, und wo ist der andere Yogi-Bär? Dieser Blindikop. Da ist er. Und fuchtelt sich ein Wolf. Ja, komm. Pam. Mal, jetzt machst du einen auf giftresistent oder was? Boah, ich geh kaputt. Komm schon. Dank. Alter, der ist doch wohl nicht giftresistent. Oh, er rastet aus. Ich will mich aber auch ehrlich gesagt gar nicht mit dem wirklich anlegen. Ich will es machen lassen. Dafür habe ich doch die Zauber. Komm mal her. So. Wäre das auch erledigt. Okay, wo sind wir hier? Boah, nur Wege, ey. Ich geh kaputt. Ich weiß nicht, ob ich richtig oder falsch bin, ehrlich. Ich habe keinen blassen Schimmer. Hier vorne ist wieder eine Wand. Und eine Treppe. Und ein Sarkophag. Da steht wieder so ein Yogi. So alle die Nudeln, ey. Was hab ich jetzt gemacht? Ich habe den Magierhandschuh ausgelöst, aber ich weiß gar nicht warum. Giftwiderstandsplitter. Den im Arsch machen? Nein. Ich gehe jetzt hier einfach lang, ey. Ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwie 5000 andere Gegenden abzusuchen. Nur um zu wissen, ob ich richtig oder falsch bin. Ich weiß es nicht, ob ich richtig oder falsch bin. Wahrscheinlich geht das meiste eh im Kreis. Ah, ich weiß, wo ich bin. So viel zum Thema im Kreis gehen. Ah, Scheiße. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, Akin. Boah, Alter. Ich raste aus, ehrlich. Aua. Aua, 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 aua. Während der da so um sich wurschtelt, brauche ich glaube ich gar nicht zuzuhauen. Und ich muss hier weg, bevor der andere ausrastet. Boah, es ist gar nicht so einfach, Freunde. Die Viecher sind echt böse. So. Zauber. Boah, Alter, der rastet so aus, ne? Komm her. Ich beende dein Leben. Sofort. Hä? Bomb. Ein Wiedergänger. Schön. So. Ich hoffe, ich habe noch eine Rune für die Truhe.
Die habe ich. Wunderprächtig. Und was gibt es? Es gibt eine leichte Rüstung. Ach, Armrüstung. Ich habe Armbrust gelesen. Antanas ist mächtiger als alles, was ich je gesehen habe. Er ist entschlossen, diese Welt vom Bösen zu befreien. Er hat es geschafft, Dämonen aus den Körpern der Besessenen zu treiben. Könnte dies der Anfang vom Ende des Bösen sein? So, Hebel hebeln. Wir haben unseren ersten Rundgang erledigt. Schnell alles sichern. Noch eben den hier machen. Komm, was soll's. Es hat nicht gereicht. Verdammte Hacke. Verdammte Axt. Naja, aber wozu es reicht, ist zu einem Folgenende. So, dann werden wir uns erstmal den nächsten Weg zu Gemüte führen. Ich bin ja mal gespannt, wo der uns hinführt. Bisher hat uns ja alles nur in Kreis geführt. Ja, bis dahin sagt Hakin und ich tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye.